Ich bin Frank Hannig, ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger. Ich habe heute mit der Polizei zu tun gehabt, weil mein Mandant zum Termin nicht gekommen ist. Er wurde per Sitzungshaftbefehl jetzt gesucht. Die Polizei sollte ihn zum Termin zuführen, hat ihn aber nicht gefunden. Und sowas kommt relativ häufig vor und deswegen will ich das mal versuchen zu erklären. Wenn also jemand angeklagt ist und vor Gericht steht und nicht erscheint, dann wird zunächst versucht, ihn zu erreichen. Wenn man ihn nicht erreichen kann, wird die Polizei unter Umständen beauftragt und soll also den entsprechenden Angeklagten holen. Heute war es so, dass die Polizei losgefahren ist in das Flüchtlingsheim, in dem oder Asylbewerberheim, in dem der junge Mann, der 2016 als Flüchtling ohne Papiere nach Deutschland gekommen ist, wohl angeblich gemeldet sein soll. Dort wurde er nicht gefunden. Verhandelt haben wir hier wegen Beamtenbeleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzungsdelikten, Einbruchsdiebstahl mit einem Schaden von 10.000 Euro und so weiter. Ein ordentliches Früchtchen, unser Freund sozusagen. Dann ergeht ein Sitzungshaftbefehl, die Richterin erlässt den Sitzungshaftbefehl und sagt, okay, dann will ich, dass der jetzt mal per Haftbefehl gesucht wird. Und dann hat sich die Richterin aber die Akte angeguckt und sagt, na jetzt sage ich ihm mal was anderes, jetzt stelle ich ihm mal vor, was ich hier noch habe. Der ist ja mehrfach vorbestraft. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das hier so passiert ist. Der ist schon zweimal erwischt worden, ist zweimal wegen Diebstahls mit Waffen und einer gefährlichen Körperverletzung mit einer Waffe schon vorbestraft, jedes Mal auf Bewährung. Und jedes Mal nach der Bewährung verschwindet er und flieht offensichtlich einmal nach Frankreich. Weil in der Akte findet sich ein Vermerk, und das habe ich jetzt das erste Mal so gesehen. Ja, er ist also sozusagen ausgereist mit unbekanntem Ziel, unbekannten Aufenthalt. Und dann plötzlich haben wir ein Vermerk vom Flughafen Nürnberg, wieder eingeflogen aus Frankreich. Auf wessen Kosten, frage ich mich gerade, genervt. Ja, wieder eingeflogen aus Frankreich, weil Frankreich offensichtlich unter Berufung auf die Dublin-Verträge Asylbewerber, die nicht in Frankreich ihren Antrag gestellt haben, gnadenlos abschiebt. Die schieben die einfach wieder zurück. Also unser Herr Asylbewerber aus Deutschland, der hier halt mittlerweile 8 oder 9 Mal straffällig geworden ist, flieht nach Frankreich, wird dort irgendwann geschnappt und wird einfach in den Flieger gesetzt, nach Nürnberg gefahren und dort ausgekippt. Da war er nun in Nürnberg, die Polizei hat ihn wieder gesucht, da ist er wieder verschwunden. Ja? Er findet sich in entsprechender wieder ein Vermerk in der Akte. Ein weiteres halbes Jahr später findet sich ein neuer Vermerk, gleiche Geschichte, ja, wieder eingereist hier, zugeführt aus Holland, aus den Niederlanden. Also auch die Niederländer schicken ihn einfach zurück. Jetzt ist er wieder weg. Ja. Warum nervt mich das? Mich nervt das deswegen, ja, weil ich berichte hier auch über meine Fälle hier relativ häufig. Wenn Lieschen Müller wegen irgendeiner Geschichte dran ist, ja, wir haben jetzt einen Fall gehabt, Missbrauch eines Notrufs, ja, weil man gesagt hat, ja, da ist ein Notruf gewählt worden, weil die sich keinen Rat wusste, aber das war nicht wirklich ein Notruf und jetzt wird er halt ermittelt, wo ich mir sage, meine Fresse, wenn eine ältere Dame nur aus Versehen mal die 110 ruft, oder in dem Fall war es die 112, ich bin selber Feuerwehrmann, na klar, es ist nervig, wenn da umsonst ein Alarm ausgelöst wird, aber die war halt ein bisschen verwirrt, das muss man dann nicht unbedingt von Staatsanwalt bringen, das kann man doch anders lösen, aber solche Kanaillen, mehrfach vorbestrafte Intensivtäter, die verarschen uns, die verarschen das System. Und das regt mich auf. Wir sitzen halt heute hier in der Verhandlung. 16 Leute als Zeugen, Polizeibeamten unter anderem. Das kostet einen Haufen Kohle. Ja, hier sitzt ein komplettes Gericht, eine komplette Gerichtsbesetzung am Start. Hier sitzt eine Staatsanwältin, hier sitzt ein Anwalt, der Pflichtverteidiger auch noch ist. Der also vom Staat, von euren Geldern werde ich bezahlt. Ja, das ist nicht gigantisch viel, aber auf der anderen Seite ist es ja auch kein Geheimnis, dass Anwälte nicht arm sind. Also es ist schon ordentlich Geld. Ja. So, also man wird jetzt hier auf Staatskosten bezahlt. Staatskosten sitzen wir jetzt hier. Der kommt nicht. Ja? Und dann sagt die Richterin, was mich wirklich deprimiert, ja, war ja auch nicht anders zu erwarten, haben wir ja täglich. Das kann doch so nicht gehen. Es kann doch nicht sein, dass unser Rechtssystem mit aller Härte, wie sie es auch gehört, im Grunde genommen vorgeht, aber von einer bestimmten Bevölkerungsgruppe der Zuwanderer an der Nase herumgeführt wird. Wir müssen diese Probleme anfangen zu benennen, weil wir uns ansonsten hier selbst verarschen und in die eigene Tasche lügen und der Rechtsstaat auch nicht mehr funktionieren wird. Ich kann, wenn ich als Parksünder vor Gericht stehe, als Deutscher zittere ich, ja, weil ich sage, um Gottes Willen, ich habe was falsch gemacht, weil ich ganz anders sozialisiert bin, weil wir halt pünktlich zu Gericht kommen, weil wir eine Ladung Folge leisten. Natürlich auch nicht alle, das ist mir schon klar, wir haben ja auch Idioten. Ja. Aber wir müssen halt die Kostenfrage halt mal bedenken. Ja? Wir müssen darüber nachdenken, wie das im europäischen Maßstab funktionieren soll, wenn wir gerade so viel über die europäische Gemeinschaft und die Solidarität und so weiter reden. Wenn offensichtlich alle anderen in Europa das machen, was hier ja auch gefordert wird und sagen, wer nicht zu uns gehört, der wird dann einfach wieder abgeschoben, der wird zurückgeschickt. Aber uns, unserem System, fällt ein solcher Täter ja auf die Füße. Jetzt gibt es einen Haftbefehl. Ein Untersuchungshaftbefehl in dem Fall, weil die Richterin sagt, nö, jetzt habe ich Fluchtgefahr, ich will den jetzt in U-Haft nehmen. Ich lasse den jetzt ausschreiben zur Fahndung, jetzt geht er in U-Haft.
Jetzt überlegt euch doch aber mal, was passiert. Das kostet doch wieder einen Haufen Geld. Jetzt geht er in Untersuchungshaft. Jetzt wird er in Untersuchungshaft, auf Deutsch gesagt, auch noch durchgefüttert. Ja? Und dann gucke ich in die Akte und da steht drin, der hat schon einen abgelehnten Asylantrag. Der ist schon kein Asylbewerber mehr, der ist nur noch geduldet. Und das verstehe ich einfach nicht. Das muss man doch mal klar aussprechen. So kann es doch nicht funktionieren. Wir bezahlen einen Haufen Geld für ein rechtsstaatliches Verfahren, für jemanden, der hier in diesem Land geduldet ist, trotz einer Vielzahl von Straftaten, was eigentlich gar nicht der Fall sein dürfte. Wir müssen die geltenden Gesetze anfangen, viel härter und viel brutaler auch umzusetzen. Das mag nicht populistisch sein, das mag nicht populär sein, aber das ist dringend notwendig, damit wir das System wieder zum Funktionieren bringen. Ich kann keine Akzeptanz für rechtsstaatliches Handeln erfordern oder einfordern, wenn ich dieses rechtsstaatliche Handeln nicht in jede Richtung umsetze. Und wenn ich den Parkknöllchensünder knallhart vor Gericht zerre und dafür sorge, dass er Ordnungsgelder bezahlt und ähnliches, dann kann ich nicht sagen, jemand, der hier nur noch mit einer Duldung ist, ja, von dem lasse ich mich an der Nase herumführen und den lade ich noch 500 Mal ein und schicke die Polizei hinterher und stecken am Ende in U-Haft. Das kann doch nicht sein. Diese Wut, dieser Frust, das wollte ich loswerden, ja, obwohl es mein täglicher Job ist. Ich bin als Pflichtverteidiger an diesem Verfahren beteiligt und es ist auch gut so, dass es einen Pflichtverteidiger gibt. Weil wenn er denn gekommen wäre, hätte er sich ja wahrscheinlich nicht fair verteidigen können und er braucht mich als Verteidiger. Aber ihr, die ihr das Video seht, müsst euch die Frage durchaus stellen, ist das wirklich das System, das wir wollen? Wollen wir uns auch noch veräppeln und verarschen lassen für viel Geld? Da habe ich nämlich so meine Bedenken. Bei Radio Deutschland 1 sprechen wir Klartext. Jeden Freitag ab 21 Uhr senden wir live und laden dich ein, dabei zu sein. Besuche unsere Internetseite www.radiodeutschland1.com. Dort kannst du unsere Sendungen live oder als Aufzeichnung hören. Radio Deutschland 1, das Talkradio für Deutschland.